halb elf im Sauerland. Und ja, irgendwo in Deutschland hat wieder jemand einen Regentanz aufgeführt. Dort hinten steht mein Auto und da bleibt das bis morgen stehen. Ja, was habe ich an diesem verregneten Wochenende vor? Das ist der zweite Anlauf, die Georadrunde Eder oder Ruhr-Eder zu fahren. Damals habe ich es auch wegen Regen abgebrochen. Jetzt bin ich besser ausgerüstet. Ich habe komplett Regenklamotten an. Und ja, während anderswo in Deutschland gerade die Welt untergeht und Unwetterwarnungen durch die Medien verteilt werden, ist hier oben das Wetter im Verhältnis dazu noch mittelprächtig. Weiter hoch im Norden, da ist es scheinbar wesentlich besser. Die bleiben verschont. Ja. Aber ich bin der Meinung, ich kann das Risiko eingehen. Morgen soll es auch schon wieder besser werden. Und deshalb mache ich mich auf den Weg. Ja, wo bin ich jetzt hier? Ich bin in Bigge, das ist ein Stadtteil von Olsberg. Und ja, von hier aus starte ich, hierhin kehre ich wieder zurück. Insgesamt werden es so circa 215 Kilometer sein. Höhenmeter, ja, höchst unterschiedliche Angaben. Ich kann es euch im Moment gar nicht genau sagen. Also zwischen 2000, 1500 und 3000 ist irgendwie in den Beschreibungen alles dabei. Deshalb gebe ich da jetzt im Moment nichts drauf und lasse mich überraschen. Ja, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann ja, zieht euch Regenklamotten an und auf geht's. Ja, und kaum 200 Meter gefahren, sehe ich hier auch schon den ersten Wegweiser. Und ja, nach Brilon 12 Kilometer, Knotenpunkt 17. Das ist mein nächstes Ziel. Und wie ihr seht, es ist eine Kombination aus verschiedenen Radwegen, die ich auch schon mal gefahren bin. Und so ist das jetzt hier auch ein Teil des Ruhrtalradweges. Ja, also packen wir's. Nach rund 6 Kilometern ist der erste knackige Anstieg bewältigt und ja, wie heißt es so schön, man wird mit der tollen Aussicht belohnt. Das ist jetzt mein Lohn. Und dachte ich zuerst,
Es ist nun meine Brille, die beschlägt. Nein, es ist insgesamt so. Ja, weiter geht's. Wieder ein Anstieg, auch recht knackig, und ich merke, meine Kondition ist aber sowas von im Popo, und schön ist anders. Also ich weiß nicht, was einige Leute an so einem Wetter finden. Ich bin da mehr für die blauen Wolken und die gelbe große Lampe am Himmel. Ja. Noch 260 Meter Anstieg und dann weiß ich auch, wie viel ich gefahren bin. Ich denke mal so um die 10-12 Kilometer vom Start. Dann müsste gleich Brilon kommen und ja, wie gesagt, schön ist anders. Das ist der Marktplatz von Brilon und wie ihr seht, hier ist gerade Markt. Deshalb geht es auch direkt weiter. Soweit ganz nett. Schöner Ort, gefällt mir. Aber ja, irgendwie bei dem Wetter ist die Lust nach Sightseeing doch etwas gering. Weiter geht's. Ja, wenn ich hier schon mal in Brilon bin, dann ist es selbstverständlich, dass ich auch Windpedale, dem Didi, einen Besuch abstatte. Leider ist er ja nicht mehr unter uns und da vorne ist sein Grab. Und ja, der Andi, der ist Wobo, der ist Bidi und ich waren ja seinerzeit auch hier bei der Beerdigung. Moment innehalten. Ja, und dann geht's weiter. Aber einen Satz von Didi, so hat er ja auch eine ganze Tour genannt, nicht bange machen. Also dieses Wetter kriegt mich jetzt auch nicht klein. So ist das. Das ziehen wir durch. 13,5 Kilometer liegen jetzt hinter mir und ja, 91 noch vor mir. Normalerweise würde ich mich über jeden Meter freuen, aber im Moment hält sich die Freude in Grenzen. Aber ich habe am Edersee eine Ferienwohnung schon gebucht, bezahlt, oder besser gesagt ein Pensionszimmer, und 70 Euro in den Wind zu schießen, dafür bin ich jetzt so geizig. Nein, das ziehen wir durch. Morgen soll es etwas besser werden. Da gebe ich mal die Hoffnung nicht auf. Aber es wird heute auch noch kräftige Duschen geben. Das ist schon bekannt und amtlich. Ja, egal. Weiter geht's. Und es geht schon wieder hoch. Das darf doch nicht wahr sein.
Ich bin jetzt hier in Brilonwald. Das war ja der Wohnort, wo Didi herkam. Er hat irgendwo da oben gewohnt. Und ja, hier vorne hatte ich mein Auto abgeparkt und wollte ja seinerzeit das erste Mal zur Georadroute Ruhr-Eder starten. Damals mit Zelt. Ich wollte an der Edertalsperre oder am Edersee zelten. Aber das Wetter war genauso bescheiden wie jetzt. Wobei im Moment geht's. Es regnet gar nicht mehr. Ich denke, ich kann mal die Kapuze gleich wieder abmachen. Und ja, hat nicht sollen sein. Jetzt neuer Anlauf und neues Glück. Willkommen in Hessen. Hier ist das Wetter auch nicht besser. Nach 28 Kilometern habe ich jetzt Willingen erreicht und ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz der Skianlagen. Und wenn es nicht für Ski genutzt wird, dann sind hier jetzt Mountainbiker auf den Abhängen unterwegs. Ja, aber ich will mich nicht lange aufhalten. Weiter geht's. Ja, und was hier den Eindruck eines Krankenhauses erweckt, das ist der berühmt-berüchtigte Sauerlandstern. Ein Hotel, das gerade in Kegeltourzeiten sich einer speziellen Beliebtheit erfreut. Jetzt war ich auch mal hier, aber ich gehe nicht rein. Weiter geht's ab nach oben. Das ist ja mal wieder, was ich liebe, Baustelle, und da lang geht der offizielle Radweg, ist auch genauso ausgeschildert, nur eine Umleitung, die ist nicht ausgeschildert. Wattenkack. Ja, schauen wir mal, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Da hinten im Nebel zwischen den Häusern, da sieht man ein Viadukt, richtig schick. Ich las davon und hatte nicht damit gerechnet, es tatsächlich irgendwie noch zu Gesicht zu bekommen. Ja, hat doch geklappt. Und jetzt geht's für mich weiter
hier hoch. 30 Kilometer sind weg. 75 darf ich noch. Ich bin jetzt im Stadtteil von Willingen namens Styx. Nein, sind nicht diese kleinen Mini-Pommes, sondern das heißt wirklich so. Hier hinter mir hoch geht's zum Skywalk. Und ja, eigentlich hatte ich mir den vorgenommen, mit als Highlight hier auf diese Tour einzubinden. Aber bei der Aussicht mit dem Nebel, ich glaube nicht, dass das so der Klopper ist. Morgen soll das Wetter ja besser werden. Willingen ist jetzt von Olsberg nicht ganz so weit weg. Wenn ich es zeitlich hinkriege, dann fahre ich vielleicht noch hier anschließend mit dem Auto hin und drehe eine Runde darüber. Aber 11 Euro jetzt auszugeben, nur um einmal auf eine Brücke zu gehen, die sicherlich spektakulär ist, aber ohne was wirklich zu sehen und nur im Nebel zu sein, nee, nicht wirklich. Dann hebe ich mir das mal für ein andermal auf, wenn es morgen nicht klappen sollte. Dann geht es jetzt für mich da lang weiter, anstatt da hoch und dann wieder hier runter. Hier wäre jetzt die Stelle, wo ich abgezweigt wäre, um zur Diemelquelle zu fahren. Wäre dann auch später wieder auf die Strecke zurückgekommen. Und wie ihr unten an dem Symbol sehen könnt, geht meine Route nach links. Korbach 21 Kilometer. Ab da ist es eine Bahntrasse, die bin ich schon mal gefahren. Und verlinke ich euch gerne. Und ja, vorher kommt aber noch Medebach, das weiß ich. Also insgesamt habe ich noch 69 Kilometer. Und ja, ich folge jetzt einfach mal nicht meinem Track, also Quelle auslassen, sondern der Beschilderung. Mal gucken, wo ich dann letztendlich lande. Solche kleinen Kuriositäten, die sieht man am Rand. Und ja, so gibt es hier das Kurioseum Panoptikum, eine Oldtimer-Show. Da oben hängt ein Pink Cadillac, da vorne ein Starfighter F-104 und eine Antonov AN-2. Allerdings, die hat schon bessere Zeiten gesehen. Schauen wir mal, was wir sonst noch geboten kriegen auf unserem Weg. Zurück in Nordrhein-Westfalen. Thank you.
Ja, hier ist angeschlagen, wo es als nächstes hingeht. Medebach in 8,9 Kilometer ist mein nächstes Ziel. Na, sie passt gar nicht ganz drauf, diese schöne Kirche hier in diesem netten Ort. Und ich weiß mal wieder nicht, wie er genau heißt. Ich blende es ein. Und die Sonne kommt raus, es klart auf. Also ich glaube, das Gröbste mit Regen habe ich jetzt vorerst mal hinter mir. Kurz vor Medenbach oder Medebach meine gute Gelegenheit, zumindest mal kurzzeitig die Regenjacke auszuziehen. So richtig traue ich dem Braten nicht, da ist ein bisschen blau, aber es ist durchgängig noch bewölkt und ja, kann jederzeit losgehen. Ob ich die Regenhose direkt schon ausziehe, ich weiß es nicht, sie stört mich halt nicht. Aber es ist ein wunderschöner Pausenplatz hier und der lädt doch direkt ein wenig mal Mittagsvesper zu halten. 45 Kilometer liegen hinter mir, 60 noch vor mir. Und ja, Rainer hat so eine Regel 50 Kilometer. Ich normalerweise auch für ein schönes Päuschen. Aber es bietet sich einfach jetzt an. Und ja, besser geht nicht, 2:30. Also passt. In der Dose habe ich Wurst und Käse. Aber ich glaube, ich habe hier auch noch Mettenden. Die Tuns jetzt hier in der Tüte sind. Salzbrezel sollte eigentlich ausreichen. So. Ja, auch wenn ich mit Fußball nichts an der Waffel habe, Bitburger hat hier so eine Europameisterschaft Edition rausgegeben, wenn es denn Not tut. Ich persönlich, ja, brauche den ganzen Kram nicht. Bin froh, wenn das wieder vorbei ist. Auch Olympia. Ich freue mich auf die Tour de France, wenn die gezeigt wird. Da habe ich mehr von. So, Prost. Ich werde jetzt gleich mal in die Regen-App gucken oder Wetter-App und mal gucken, ob es sich lohnt, die Regenhose auszuziehen oder ob ich sie besser anlasse. Aber es zieht von da rüber und da vorne ist schon wieder alles grau. Also ich denke, es war ein kurzes Intermezzo. Und lecker Mettenden. Nach einer halben Stunde ist das Päuschen nun vorbei und es geht weiter. Der Zossen scharrt schon mit den Hufen, der möchte auch weiter. Ein super Rastplatz hier, also kann man echt nur empfehlen. Ihr seht, ich habe die Regenjacke weiter an. Die Regenhose habe ich allerdings schon mal ausgezogen, weil die Jacke trage ich jetzt so als Windbreaker, weil es geht doch schon ein gutes Lüftchen. Und ja, bin ein bisschen durchgeschwitzt und da brauche ich jetzt nicht den Wind, dass ich mir noch irgendwas einfange. Ich habe ja nächsten Donnerstag die OP, dann kommen die Schrauben aus der Hand und ja, da möchte ich doch so fit wie eben möglich sein. Ja, jetzt geht's auf die nächsten Kilometer. Medebach ist das nächste Ziel und dann Korbach.
Jetzt bin ich hier in Medebach. Hier war ich schon mal, allerdings nicht mit dem Fahrrad. Ich hatte ja in meinen Social Media Accounts bei Facebook, Instagram und so weiter gepostet, dass ich 94, 95 mal Schützenkönig bei uns im Ort war. Und hier fand das Europaschützenfest statt. Und da es ja nicht immer in Deutschland stattfindet, sondern durch Europa halt tingelt, ja, haben wir die Gelegenheit genutzt und waren dann mit meinem Hofstaat hier. War ein schöner Tag, schöne Erinnerungen. Und wenn ich mir dieses Rathaus so anschaue, dann fehlt da oben nur die Uhr. Aber nicht, dass hier gleich ein Blitz einschlägt und der DeLorean auftaucht. Für mich heißt es aber nicht zurück in die Zukunft, sondern ich bleibe in der Gegenwart. Gleich ist Tourhalbzeit, 49 zu 53 Kilometer. Und das finde ich gut. Medebach ist auch beim Stadtradeln dabei. Duisburg auch, aber erst im September. Von dort unten bin ich mühsam hier hochgestrampelt und ja, da wo die helle Kuppe ist, da geht es weiter runter. Das war jetzt richtig knackig, langanhaltend und ist noch gar nicht so richtig zu Ende, aber es soll laut Garmin die letzte Steigung sein. Aber dafür werde ich jetzt tatsächlich mal mit Aussicht belohnt und ja, das habe ich mir verdient. Es sind jetzt noch 45 Kilometer und so langsam kriege ich Reichweitenangst. Und laut Garmin war das der letzte große Anstieg. Ich weiß, die Bahntrasse geht überwiegend bergab. Meine Hoffnung. Wollen wir mal gucken. Aber ich denke, wir rollen auf der letzten Rille ein. Nach einer schönen langen Abfahrt komme ich jetzt hier an dieser Burg vorbei und das ist doch mal ein richtig tolles Highlight. Ja. Ich kam, sah und fuhr weiter. Ja, nicht, dass ich da jetzt gerade Bock drauf hätte, aber das käme mir irgendwie doch zu Pass. Aber ob die auch in meine Richtung fahren, wer weiß das schon. Korbach 5 Kilometer und dann geht's auf die Bahntrasse.
Korbach habe ich nun total links liegen lassen. Da gab es eine kleine Abkürzung und ja, die habe ich dann auch direkt genommen. Die Innenstadt ist sicherlich schön und wenn ihr hier in der Gegend sein solltet oder die Tour nachfahrt, dann schaut es euch einfach mal an. Ich war schon ein paar Mal da, auch weil wir hier öfters als Jugendliche im Schullandheim waren. Also von daher, ja, und jeder Kilometer zählt jetzt für mich. Deshalb fahre ich jetzt auch ohne Unterstützung erstmal. Solange es vor allen Dingen flach ist oder leicht bergab geht. Es sind jetzt noch knapp 30 Kilometer bis zum Ziel. Und ja, schauen wir mal. Auch wenn mir jetzt tatsächlich mehr nach Biergarten wäre, muss ich leider noch die letzten 19¼ Kilometer abradeln. Ich habe gerade einen Schriftverkehr mit der Pension, wo ich heute Nacht unterkomme, gehabt. Ja, Eincheckzeit war 18 Uhr, jetzt sind wir 7:15 und wie gesagt 19¼ Kilometer habe ich noch. Und mir geht so langsam der Saft aus und dem Zossen auch. Deshalb spare ich jetzt, was das Zeug hält. Geht natürlich auch auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber die haben gesagt, gar kein Problem. Hier in Sachsenhausen gibt es ein Lidl, da wollte ich noch einkaufen. Ein paar Kleinigkeiten, da ich ja keine großen Pausen gemacht habe ich noch die 3 Brezen. Ich habe noch ein bisschen Wurst, ich habe noch Käse, das soll mir für den Abend reichen. Viel wichtiger ist, dass ich ein Bierchen kriege. Ich habe zwar noch eins, aber die sagten gerade oder schrieben gerade, wir haben einen Kühlschrank, da ist alles drin, was sie so benötigen. Auch ein bisschen was zu knabbern, also von daher steuere ich den Lidl gar nicht erst an, sondern direkt auf letzter Rille ab zur Pension. Talblick am Edersee. Die Bahntrasse ist nach wie vor richtig klasse, gefällt mir immer wieder und ja, macht auch richtig Spaß, aber ich muss jetzt gleich kurz hinter Sachsenhausen auch schon verlassen. Dann geht es runter zum Edersee. Ich hoffe auch nur möglichst bergab, so dass ich Strom sparen kann, weil ich muss hinterher noch ein Stück am See entlang an der Jugendherberge vorbei, die ich übrigens auch angefragt hatte. Und die sagten, ja, Mindestbuchungszeit ist 3 Tage, also 2 Übernachtungen. Da habe ich gesagt nach dem Motto, hallo, habt ihr sie noch? Ich bin Radreisender, ich will nicht so lange bleiben. Ja, und dann ging das nicht. Ja, deshalb Pension. Wetter hat sich bombig gehalten. Ihr seht ja, ich bin auch im T-Shirt unterwegs. Und ja. Jetzt mache ich mich auf die letzten Meilen.
Im letzten Video habe ich noch gescherzt über die Solarpanels von mir. Jetzt hätte ich gern ein paar Watt. Aber das Laden unterwegs, da ist ja müßig. Also ich sage jetzt mal, um 20, 30 Watt reinzukriegen, wie lange muss man dann irgendwo an der Steckdose hängen? Also eine Stunde irgendwo rumnödeln, da habe ich jetzt auch nicht so den Nerv zu. Also von daher muss ich da jetzt durch. Aber ja, nur E-Bike fahren macht Pudding in den Oberschenkel. Ist man gar nicht mehr gewohnt, dann ohne zu fahren. Ja, wobei der Zossen ja auch ein paar Gramm schwerer ist als mein Rose. Ja, ist so. Und by the way, gleich hat das Radl 8000 Kilometer hinter sich. Und ich bin immer noch zufrieden. Hab zwar jetzt einige Umbauten vorgenommen, dazu erzähle ich morgen im nächsten Teil ein bisschen mehr. Aber ich bin aufgrund der heutigen Erfahrungen schon recht zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Und da sind sie, die 8000. Yippie-yay! Als ich seinerzeit die Bahntrasse gefahren bin, bin ich da hinten über dieses Viadukt gefahren. Und ja, wenn man drüber fährt, kann man es natürlich nicht in der vollen Pracht sehen. Jetzt komme ich dann auch mal in den Genuss. Da das Viadukt mal etwas näher rangeholt. Ich bin jetzt auf dem Weg runter von der Bahntrasse zum Edersee und ja, läuft ganz gut. Kann hier gänzlich ohne Akkuleistung und Motorunterstützung fahren. Also von daher passt das. Sparen, wo es nur eben geht. Ja, sind jetzt noch roundabout, jetzt muss ich wieder gucken, 13 Kilometer und dann habe ich es geschafft. Und mindestens 500 davon muss ich schieben, weil das ist die Staumauer. Da darf man nicht mit dem Rad rüber. Aber auch das kriegen wir hin. So, so langsam verschwindet der Lorenz. Und so langsam möchte ich auch tatsächlich ankommen. Deshalb trinke ich jetzt noch einen Schluck und dann geht's weiter. Ja, ich will die kleine Eidechse hier nicht verschrecken. Sie hat mir die ganze Zeit beim Akkuwechseln an den Kameras zugeschaut. Kurz vor Waldeck jetzt ein richtig schöner Blick auf den proppevollen See. Also ich glaube, mehr geht nicht rein. Und morgen fahre ich da drüben entlang.
Ja, ich bin ja durch dieses Seitental gekommen und da gibt es dann einen Seitenarm des Sees, die Werbe. Und da soll irgendwo ein versunkener Kirchturm stehen. Haben wir aber nicht gesehen. Also von daher, ja gut, ist ja jetzt auch Wasserhochstand. Aber ja, für die Touris hätte ich das Ding irgendwie so gebaut wie oben am Reschenpass. Die Kirche in Gaun, die immer als Fotomotiv herhält. Naja, so, jetzt geht es da noch, glaube ich, einmal ums Eck und dann sollte die Mauer in Sicht kommen. Noch um die 4 Kilometer und ich muss hier riesen Schleifen fahren, weil ja, ich kann halt nicht übers Wasser radeln. Und der ursprüngliche Track hatte sogar eine Fährfahrt, also sprich hier einen Passagierdampfer irgendwie im Petto. Den habe ich schon rausgenommen. Naja, jetzt habe ich halt diese Schleife dafür gewonnen und jetzt nieselt es auch wieder. Also, ja, man durchfeuchtet mit der Zeit, aber ist jetzt nicht so wild. Mückenpisse halt. So, aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das jetzt hier die letzte Einbuchtung, die ich umradeln darf. Hatte vorhin gesehen, bis zur Mauer 3,6 Kilometer. Und da hinten, hinter der Biegung, noch ein Kilometer, dann sollte die Mauer da sein. Und hier mal noch ein Blick über den See. Da hinten die Schiffchen. Weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Typischer Action-Kameraspruch. 8:05. Also 8:30 bin ich in der Pension und dann bin ich auch fertig. Fix und alle. Nur mal so da hinten, nicht wo die Schiffchen sind, sondern weiter links, da wo die ganz linken Segelbötchen sind und noch ein Stück dahinter, da bin ich rausgekommen und habe dann hier den Edersee auf der Seite umrundet. Ist so ein Stück, das fehlte mir noch. Irgendwo da drüben war auch die Jugendherberge, aber ich glaube, das da drüben ist sie, aber keine Ahnung. Da drüben, da ist die Burg Waldeck auf dem Hügelchen. Interessant zu besichtigen, lohnt sich. Also, wenn ihr in der Gegend seid, ich mag sowas. Burgen besichtigen ist meins. Aber noch viel mehr meins ist jetzt, dass ich die letzten 3 Kilometer in die Pension schaffe. Ich glaube, hier ein, zwei Ecken habe ich, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt, aber dann sollte die Staumauer endlich da sein, rüber und dann sind es noch ein paar Meter. Ja, fertig ist er. Der erste Blick auf die Staumauer und man sieht schon, recht hoch gefüllt, aber nicht bis zum Überlauf. Naja, schade, wäre mal was gewesen, habe ich noch nie gesehen, wie so eine Mauer überläuft. Und irgendwie ist da nichts mehr drauf los. Ich werde da mal ganz vorsichtig rüberfahren. Ihr verpetzt mich ja nicht. Und ansonsten sieht es ja keiner. So, jetzt Gummi. Ja, hier direkt an der Staumauer habe ich noch im letzten Moment eine Currywurstschmiede gesehen. Und ja, Currywurstpommes geht immer, oder? Ja, die werde ich mir jetzt noch eben schnell verschmackofatzen, bevor es dann in die Pension geht. Es sind jetzt 101 Kilometer bis jetzt. Zwei sind es noch. Dann sind wir bei
103, 104 Kilometer am heutigen Tage mit allen Wassern gewaschen. So, freue mich gleich auf eine warme Dusche. Ja, sieht doch perfekt aus und dazu gönne ich mir einen Brinkhoffs. Skoll. Und es schmeckt auch perfekt. Es ist 10 vor 10 und frisch geduscht ist die Welt gleich wieder in Ordnung. Das tat jetzt auch Not und Fahrrad konnte ich einstellen. Hinten ist ein Schuppen, musste ich allerdings nachfragen, da ich natürlich weit nach der Zeit da war, war natürlich die Pensionswirtin not so amused. Naja, egal. Aber sie hat den Schlüssel rausgerückt und damit war alles gut. Die Akkus laden. Ich hoffe, die sind bis morgen wieder prallvoll, weil auch da werde ich sie nötig haben. Allerdings, es sind weniger Höhenmeter als heute. Ungefähr 400 weniger. Also bin ich mal guter Dinge. Aber ich werde auch direkt von Anfang an ein bisschen Piano machen. Und an den Stellen, wo es geht, ein bisschen Energie sparen. Also für 100 Kilometer weiß ich, da taucht die Kombination ohne Probleme, teilweise auch mehr, 130, gar kein Problem. Das ist aber dann so eine Grenze. Aber wenn natürlich dann so gewaltige Höhenmeter dazukommen und ein bisschen Gegenwind auch noch, dann hält es halt nicht ganz so lange. Und ja, allgemein kann ich sagen, es fing bescheiden an mit, was das Wetter anging. Ich bin ja trocken aus Olsberg oder mehr oder weniger trocken weggekommen, aber es war gut, dass ich die Regenklamotten anhatte. Über Tag hat sich es dann entsprechend aufgeklärt und dann am Abend hat es dann nochmal genieselt, aber es ist auf der Haut mehr oder weniger schon wieder getrocknet. Also diese Funktionskleidung ist echt gut. Also von daher mache ich mir da gar keinen Stress. Der Hoodie, den ich hinten auf dem Gepäckträger so lose hatte, der trocknet gerade. Der ist bis morgen auch wieder fertig. Also von daher alles gut. Die meiste Flüssigkeit kam von innen. Apropos Flüssigkeit. Ein Pensionsaufbaubier mit dem Harris Flaschenöffner, den mir mein Sohnemann und meine Schwiegertochter mal geschenkt haben. Der begleitet mich immer, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Genauso wie der fahrradfahrende Engel, den ich von meiner Familie habe. Ja, zur Tour. Also die Strecke wäre sicherlich bei schönem Wetter insgesamt wesentlich schöner und ab Korbach die Bahntrasse hätte mir auch mehr Spaß gemacht, wenn ich nicht von Reichweitenangst gepeinigt worden wäre. Jo, aber im Großen und Ganzen war es echt klasse. Es war eine komplett neue Strecke.
Alle Streckenabschnitte waren hervorragend zu befahren. Es war also wirklich nicht irgendwas dabei, wo ich sage nach dem Motto grenzwertig. Ich hatte auch extra eine Karte von Liporello. Es gibt wohl meines Wissens keinen Bikeline von dieser Tour mit dabei. Ich hätte euch auch ganz gerne was zu den Highlights und zu den einzelnen Sachen erzählt. Das steht da drin. Aber bei dem ersten Versuch, das Ding mal auszuklappen, hat es mir der Wind fast aus der Hand gefegt. Die Dinger sind gut, gar keine Frage. Ich habe die viel lieber als ein Bikeline, weil die kleiner, kompakt und auch wasserfest sind. Aber die zieht man so auseinander wie eine Ziehharmonika. Und ja, letztendlich die Bikelines und auch solche Karten, ich nutze sie mehr zu Hause zur Vorbereitung. Und ja, jetzt wollte ich mal mit Wissen prahlen. Auch wieder nichts. Gut, ja, erstmal Prost auf euer Wohl und noch einer auf meins. Und ein ganz kräftiges Prost auf das Wohl meiner Familie, die mir die ganzen Spirenzien hier überhaupt erst ermöglichen. Ja. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, es waren 103 roundabout Kilometer, ca. 1200 Höhenmeter. Und damit lag Komoot tatsächlich in der letzten Planung wesentlich genauer als andere Tools, die ich hatte, die also weit mehr vorhergesagt haben. Die gleiche Route hatte ich übrigens schon mal geplant, auch mit Komoot, bevor sie das letzte Update gemacht haben, wo sie diese Höhenlinien-Logarithmus-Geschichte geändert haben. Und ich würde sagen, es ist jetzt definitiv passiger. Jo, ja, dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Begleiten, fürs Reinschauen und ja, ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit am Start, wenn es wieder zurück zum Auto nach Bigge, Ortsteil von Olsberg, geht. Wir werden den Edersee auf der Strecke, die ich schon ein paar Mal gefahren bin, hier auf dieser Seite umrunden. Entschuldigung. Und dann ein Stück den Ederradweg fahren und dann irgendwann mal rechts abzweigen nach Winterberg. Und vom Winterberg aus zur Ruhrquelle, wenn der Akku reicht, weil da geht es auch nochmal knackig hoch. Und von da aus kommen zwei, drei Örtchen und dann schon Olsberg und dann auch irgendwann hoffentlich mein Auto. Und dann geht es wieder heimwärts. Ob ich tatsächlich morgen noch zum Skywalk dann fahre, ich weiß es nicht. Also nach den Erfahrungen von heute und den Zeiten von heute, dürfte der eh zu sein. Und ja, dann hebe ich mir das mal auf für irgendein anderes Mal. Gibt ja hier noch mehrere Touren, die man fahren kann. So, das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein. Wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschauen und Begleiten. Und dann sage ich wie immer Servus, Ade, Ciao, Moin und ein herzliches Glück auf. Euer Harry.